So, ich hatte Ihnen versprochen, dass Sie noch eine ganz kleine Roomtour hier bekommen durch unser Studio. Ganz kurz zu den Facts. Das Studio hier haben wir 2020 fertiggestellt. Es ist ein Filmstudio für die Lehrerinnenbildung an der Ruhr-Uni Bochum und das Konzept für das Ding stammt von mir. Wir befinden uns hier in einem innenliegenden Raum, der halt schallschutzoptimiert wurde mit verschiedenen Elementen und hier verschiedene Settings für Video- und Audioaufnahmen ermöglicht. Die Audiostation zeige ich Ihnen jetzt nicht, weil ich glaube, das ist für Ihre Arbeit irrelevant. Aber ich wollte Ihnen einmal zeigen, das Setting, in dem ich hier die Videos aufgenommen habe, um das mal transparent zu machen. Es wird jetzt vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend vom Licht her, dass man das sieht. Also einmal sehen wir hier diese ganzen Vorhänge, von denen ich immer gesprochen habe. Hinter mir steht die Kamera, die so klein zu erkennen ist. Das ist ein Camcorder, mit dem wir gefilmt haben. Darunter hängt einfach ein Zettel, da stehen ein paar Stichpunkte drauf. Ich arbeite hier nicht mit Teleprompter, weil ich lieber frei spreche. Mir macht das mehr Spaß und ich habe nur die Stichpunkte an der Stelle. Das ist aber ein bisschen typabhängig, was einem da besser gefällt. Da unten drunter ist noch, da kann man ihn so ganz leicht sehen, mein Laptop. Da haben wir ihn, auch noch mit ein paar Notizen. Und ich habe daneben noch einen Kontrollmonitor, auf dem ich mich selbst sehe, um immer zu gucken, ob es gut aussieht, weil ich das Ganze hier ohne Kameramann bzw. Kamerafrau aufnehme. Dann haben wir hier Lichter, zwei Lichter, die mich anstrahlen und zwei weitere Lichter, die einfach nur den Hintergrund anstrahlen, damit hier keine Schattenbildung auf Dauer zu sehen ist. Dann arbeite ich noch mit einer Funkstrecke. Und das war's schon. Also eigentlich ein relativ einfaches Setting, aber halt eine gute Technik. Und da bin ich auch ganz ehrlich, die Technik, die ich jetzt hier nur ganz kurz gezeigt habe, das sind ja nur ein Bruchteil der Kameras und Mikrofone, die wir haben, da reden wir schon von Kosten von knapp 3.000 Euro. Das möchte ich deswegen transparent sagen, weil ich zeige Ihnen in diesem Kurs, wie man mit Handys und Tablets Videos erstellt. Und das ist jetzt hier mein Video mit meinem Handy gefilmt, mit dem Selfie-Stick, mit dem etwas besseren Lavalier-Mikrofon. Das Setting hier ist also deutlich günstiger als das, was ich sonst jetzt für den Kurs nutze. Und ich hoffe, das hat Ihnen einen kleinen Einblick geben können, wie hier diese Videos für den Kurs entstanden sind.